diesen Wunsch haben sie verwirklicht. Sie haben hier ihr eigenes Haus gebaut. Ein Haus als Lebensmittelpunkt für den Landesverband Hessen, damals noch im Bund Deutscher Pfadfinder, später dann im Bund der Pfadfinder und heute seit 1977 im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Das Haus steht noch. Punkt für Ausbildung, für Schulung, für Kurse, für Treffen, Landesversammlungen, aber auch für das Büro des Landesverbandes, für die Mitarbeiter des Landesverbandes, Materiallager, Archiv, alles was man braucht. Ein Haus für Pfadfindergruppen, ein Haus, das auch ganz viele andere Gäste hat. Schulklassen, Kindergärten, kirchliche Jugendgruppen, aber auch mittlerweile Schulungen für das freiwillige soziale Jahr finden hier statt. Gruppen, die immer wieder regelmäßig sehr gerne zu uns kommen. Warum tun sie das? Ganz einfach, weil es ein Haus maximaler Freiheit ist. Ein Haus mit einer ganz einfachen Hausordnung. Jede Gruppe kann es so nutzen, wie sie es nutzen möchte, sofern sie es am Ende wieder so zurücklässt. Und heute wollen wir also gemeinsam den Geburtstag feiern, den 50. Also ein Kind im besten Lebensalter, denn bekanntlich hält Jugendarbeit jung. Ich freue mich sehr, dass so viele heute hierher gekommen sind, die dem Haus verbunden waren, die dem Haus verbunden sind. Danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen und euch und uns allen einen sehr schönen Tag heute hier im Fritz-Emmel-Haus in Kronberg. Dankeschön. Heute singen wir ein Lied von der Energie. Heute feiern wir ein Haus voller Energie. Voller Energie. Du machst klein, was kriegst du in Gründen, soll ein Feuer hier entstehen, das sich Herz und Schwäler finden, spüle bald und schnell geschehen. Ist die Horte schon im Kommen, eilt daher auf steilem Pfad, wird ja wohl ein Essen frommen nach dem langen, vollen Tag. Keiner mag das schöne Lied von der Energie. Den Text, den finde ich langweilig, doch ich mag die Melodie. Jetzt neue Melodie. Ich hol Wasser, du suchst Schwämme. Ich hol Wasser und du auch. Dass uns nicht die Faulheit hemme, geht ein Regen durch den Wald. Ist die Horte schon im Kommen, eilt daher auf steilem Pfad. Wird ja wohl Essen frommen nach dem langen, vollen Tag. 50 Jahre Emmelhaus voller Energie. Tausendmal war ich schon hier. Mehr als Jockel schaffe ich nie. Bei Gott, der Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Die meisten von Ihnen, wenn ich mich hier so umschaue, kennen das ja noch nicht, das Gefühl mit dem 50. Geburtstag. Das wird kommen, verlassen Sie sich drauf. Sie werden feststellen, dass der 50. Geburtstag ein ambivalenter Geburtstag ist. Warum? Weil er zugleich Vorschau und Rückschau ist, weil er beides beinhaltet. Weil man in 50 Jahren schon etwas im Leben hingestellt hat und einfach eine Biografie hat. Aber weil man auch weiß, dass es das noch nicht ganz gewesen sein kann, sondern dass noch weitere Aufgaben und Chancen und Herausforderungen vor allem stehen. Steht hier im Mittelpunkt, aber bevor wir die Torte anschneiden, möchten wir noch eine kleine andere Aktion machen. Wir verleihen jedes Jahr einen Jahrespreis der Stiftung und zeichnen damit die aus,
die im vorangegangenen Jahr irgendwie eine besondere, tolle, außergewöhnliche Aktion gemacht haben, die von der Stiftung Pfadfinder gefördert worden ist. Der Preis heißt, das war spitze. Und genauso ging es uns, als wir das schon im Vorfeld durchgelesen haben, als wir gesehen haben, was da für ein Projektantrag gestellt wird. Wir haben es durchgelesen, haben gesagt, das wird eine super Sache, das ist eine klasse Idee, das klingt schon super. Und es war dann wohl auch super. Es war einfach was, gerade sagte du noch, stimmt, das war irre, das habe ich noch super in Erinnerung. Ja. Die ganze Aktion hieß Anreise zum Bundeslager mit Esel. Nee, die mit den Eseln, ja, die sind da hinten. Also große Klasse. Das ist also das, das Projekt, das von den Preis der Kuratoren in diesem Jahr ausgewählt wurde für den Das war Spitze 2010-Preis. Und deshalb möchte ich bitten, dass jetzt die Vertreter von den Stämmen Hagen von Trondheim-Ensheim und von Berlin zu uns kommen, noch mal ein bisschen davon erzählen. Ja, das haben wir gemacht, genau. Wie kam es dazu? Also ich war nicht dabei, ich habe das organisiert. Erstmal muss die Idee geboren werden. Und ein paar Pfadfinder aus von den Bensheimern, die sind schon mal so ferienmäßig als Gehilfen mit Lamas unterwegs gewesen. Genau, da warst du auch dabei. Ja. Und dann kam so die Idee, wir gehörten zu dem auserwählten Kreis, der nicht mit dem Sonderzug anreisen musste, sondern sich entscheiden konnte, Eigenanreise oder Sonderzug fürs Bundeslager. Und wir haben uns für die Eigenanreise entschieden und es sollte was Besonderes werden. Das war Spitzepreis und dafür erhaltet ihr dann nochmal zusätzlich diese drei. Hey. So. Also sind wir wirklich gut. Zum Essen? Ja, 1A, oder? Also das Kalbsfleisch werde ich mir gleich nehmen. Das wirst du dir mopsen? Ja, klar. Sehr gut gemacht, ne? Sieht lecker aus. Auf jeden Fall.